Die weltberühmte Zauberflöte bildet den musikalischen Auftakt zu der ergreifendsten und bezauberndsten Liebesgeschichte Mozarts. In einem der schönsten und anmutigsten Farbfilme. Reich mir die Hand, mein Leben. Und die Liebe der beiden zueinander. Diese treue, standhafte Liebe, für die es keine Grenzen gibt und kein Hindernis. Wie der Herr Direktor es so schön gesagt hat. Das hat sie also verstanden? Ja. Erstaunlich. Warum? So jung und versteht schon so viel von der Liebe. Unsere prima Ballerina Susi Gerl. Ihre Vorzüge liegen weniger im Stimmlichen als im Figürlichen. Ich schwör dir, du siehst mich mit 50 Dukaten oder nie wieder. Immer eine Dummheit im Kopf, jetzt geht's zu. Danke, meine Herren, das Orchester brauche ich nicht mehr. Die übrigen Herrschaften auch nicht. Ich möchte nur noch eine Soloprobe mit Mademoiselle Gottlieb machen. Reich mir die Hand, mein Leben, spielt sich vor einem idyllischen Hintergrund in einer romantischen Zeit ab, in der ein von schönen Frauen umgebener Götterliebling mit seiner Musik die Herzen der Menschen bezauberte und doch selbst von dem Zauber einer großen Liebe gefangen wurde. Reich mir die Hand, mein Leben. Ein unvergesslicher Farbfilm mit Oskar Werner als Mozart, Johanna Matz als Sängerin Annie Gottlieb, Gertrud Kötelmann als Mozarts Frau Konstanze, Nadja Tiller als Aloysia Weber, Erich Kunz als Theaterdirektor Schikaneder, Angelika Hauff als prima Ballerina Susi und andere bekannte Darsteller. Musik und Liebe, Leidenschaft und Zwiespalt, unzertrennliche Begriffe im Leben Mozarts und im Leben der Frauen, die ihn verehrten, umschwärmten und liebten. Der Vater vergibt mir meinen Ungehorsam, aber es ist nichts mehr zu reden. Ich gehe zu ihm. Ich möchte, dass du deinem Herrn Vater gehorchst. Du willst also, dass ich fahre? Ja. Ich bitte dich darum. Die Muse hat ihre Schuldigkeit getan, die Muse kann wieder gehen. Und das sagst du, Luise? Ja, das sag ich. Du tust ja gerade so, wie wann ich dich jetzt sitzen lasse. Hättest du auch. Freust dich nicht? Oh, doch, doch schon, aber... Sonst hast du keine Neuigkeiten für mich? Die Konstanze wird schon verstehen und mir verzeihen. Sie ist der beste Mensch auf der Welt. Kann sie sich unterstehen? Ich würde mich schämen, hierher zu kommen. Das ist doch diese Person, von der ich dir geschrieben habe. Er hat manchmal von dir gesprochen. Ich glaube sicher. Er hat sie auch gern noch einmal gesehen. Geh so ruhig hinauf. Dieser mitreißende und ergreifende Film führt sie in das Reich unsterblicher Liebe und unsterblicher Musik. Seine zauberhaften Melodien und seine heitere Lebensfreude werden in Ihnen noch lange nachklingen. Reich mir die Hand, mein Leben. Ein Kosmopol-Farbfilm der Columbia, demnächst in diesem Theater.